beim Training kann man einiges falsch machen. Mythos 1, der Zeitpunkt für Sport ist egal. Er glaubt ganz fest an diese Regel. Als Morgenmuffel kommt Frühsport für ihn nicht in Frage. Aber vielleicht würde er doch schneller abnehmen, wenn er gleich nach dem Aufstehen joggen geht. Wann man Sport macht, das ist eigentlich egal, ob morgens, mittags oder abends. Natürlich gibt es die Lerchen, die morgens aufstehen, oder die Eulen. Aber das Entscheidende ist, dass der Muskel, dass die Gefäße, dass der Stoffwechsel angesprochen wird. Also kein Mythos, sondern richtig. Mythos 2. Durch Sport nimmt man ab. Über den Winter hat er ganz schön zugelegt. Die überflüssigen Kilo müssen wieder runter. Doch wie geht er das am besten an? Krafttraining ist natürlich gut, weil darüber die Muskulatur angesprochen wird. Die wird aktiver, die wird auch stärker, man merkt es. Und verbraucht dann mehr Energie, mehr Stoffwechsel, auch selbst wenn man in Ruhe ist. Auf der anderen Seite ist es so, Ausdauertraining ist natürlich auch wichtig, um den Muskel anzusprechen auf eine andere Art. Und deswegen ist es so wichtig, Ausdauersport und Krafttraining zu kombinieren. Auch das ist richtig, durch Sport nimmt man ab. Bleibt die Frage, welche Sportart ist dafür am effektivsten? Dazu ein Beispiel. Dieser Schokoriegel hat 100 Kalorien. Dafür müsste er 8 Minuten lang Nordic Walken oder 8 Minuten Joggen oder sogar 18 Minuten Brustschwimmen. Um abzunehmen, braucht er also viel Ausdauer. Aber wenn er regelmäßig trainiert, verschwinden seine Problemzonen. Dann wird er bald so aussehen. Schlank und muskulös. Damit zu Mythos 3. Problemzonen lassen sich wegtrainieren. Problemzonen kann man nicht gezielt wegtrainieren, weil der Körper immer im Normalfall gesamt abnimmt. Ernährung, Ausdauertraining, Ganzkörpertraining mit dazu, auch Bauchmuskeltraining, und dann wird's funktionieren. Leider falsch. Problemzonen lassen sich nicht einfach wegtrainieren. Sport tut ihm trotzdem gut. Deshalb setzt er sein Training fort. Doch dann ein Ziehen im Unterschenkel, ein schmerzhafter Wadenkrampf. Zum Glück hat er eine Banane dabei. Denn laut Mythos 4 hilft Magnesium gegen Krämpfe. Der Körper hat so viel Magnesium, dass eigentlich das Zufüttern über Tabletten oder Brause, dass das nicht wirklich die Muskelkrämpfe dann verhindert. Sondern es ist eher so, dass es insgesamt eine Verschiebung von unterschiedlichen sogenannten Elektrolyten sind, wozu Magnesium auch gehört, die dann halt Muskelkrämpfe fördern können. Was einen Wadenkrampf löst, ist Dehnen und Entspannen. Dass Magnesium gegen Krämpfe hilft, ist dagegen falsch. Jetzt ist er wieder fit und kann weiter trainieren. Doch sofort macht ihm sein Körper einen Strich durch die Rechnung. Aber warum nur? Stimmt etwa Mythos 5? Seitenstechen kommt vom falschen Atmen. Eigentlich ist es so, das hängt mit dem Zwerchfell zusammen. Wir atmen ja über den Brustkorb und über das Zwerchfell. Und wenn das Zwerchfell, wenn die Atmung nicht da ist, dann verkrampft sich dieses. Was hilft? Ganz tief über den Bauch atmen. Und langsam gehen. Dann entspannt sich das Zwerchfell und die Schmerzen verschwinden innerhalb kürzester Zeit. Dass falsche Atmung zu Seitenstechen führt, ist also richtig. Für heute reicht es. Er hat genug trainiert und einiges für seinen Körper getan.